Hoi, was geht ab, Leute? Angekommen im Schloss Oberschleißheim. Immer muss ich mich Leute anglotzen, wenn ich ein Video drehe. Jetzt wäre das so abnormal. Ihr seht vier Module bereits an. Was mich aber leider komplett überhaupt nicht interessiert. Weil da hinten eine rote Arena steht. Und wer ist drin? Unterste Stelle. Kevin's 45. Das ist der rote GPS-Faker, der in meiner Gegend Probleme macht. Den werden wir jetzt erstmal zerstören. Okay, ein paar Module kann man schon mitnehmen. Aber danach direkt zerstören. Zubat, verpiss dich. Ich brauche Pokestops. Oh mein Gott, ich habe nochmal auf Zubat geklickt. Viele Leute hier, obwohl es Feiertag ist. Aber ich glaube, hier ist auch irgendwo eine Kirche. Nach Kevin zerstören. So an der Arena angekommen, es ist sehr windig, hoffentlich hört ihr was, aber ich fange jetzt auch schnell das Rainbow Guide und dann greife ich die Arena an. Er sitzt zum Glück ganz unten, das heißt, er ist direkt draußen. Oh mein Gott, ich bin nicht in der Nähe. Nicht wieder reden. So ein scheiß Kokowai. Mein Gott, ich hab gedodged, aber wie immer trotzdem durchgegangen. Schuss auf sein scheiß Kokowai. Ich gehe sogar raus. Anstatt das Aquana zu besiegen und damit er rausfällt, gehe ich nochmal raus und greife nochmal sein scheiß Kokowai an. Ich hatte gerade eine krasse Idee. Bin mit Shergox reingegangen, keine Ahnung wieso, aber ich gehe mit meinem 100% Pinsel rein, meinem neuen Freund. Perfekt, um meinen Erzfeind zu besiegen. 100% Pinsel, wo bist du, mein Freund? Hier bist du ja richtig saftig. Käfer, nur gut gegen Kokowai momentan eigentlich. Perfekter Zeitpunkt für 100% Pinsel. True, super effective, super effective. Bam, bam, bam. Und. Schafft das, bevor Solarstrahl kommt? Und ne, ich muss ausweichen. Easy, easy. Nochmal Charge Move und tschüss. Das war's, Kevin. Leider nicht. Es kommt davon, wenn du dich mit mir anlegst. Und tschüss. Jemand, der rot ist. Hier ist eine rote 9 Arena. Braucht nur noch 1000 EP. Dann könnt ihr euch reinstellen. Solange Kevin sich nicht wieder reinstellt, ist alles gut. Ich habe hier einen kennengelernt, als ich die Arena platt gemacht habe. Ich rede gerade mit der Kamera. Ich habe einen YouTube-Channel. Der hat mir ein bisschen geholfen beim Arena platt machen. Das ist, glaube ich, hier der blaue Anführer, dem Gottesgebiet hier. Da haben wir den GPS-Tracker rausgekickt und auch ein bisschen weiter gemacht. Und der zündet hier jetzt in der Mitte alle 6 Module, habe ich gehört. Geht's ab. Level 40 kann kommen.
So, ein kleiner Zeitsprung. Das, was ihr gerade gesehen habt, war am Sonntag, der dritte Tag. Das Wetter war abnormal schlecht. Den Rest des Tages, der Nacht, haben wir im Auto verbracht, an dem Viererspot, dort beim Schloss. Bis der Kollege Milosch Level 39 wurde. Der zischt so durch die Level, das glaubt man kaum. Und danach, das war der dritte Tag, das heißt, bisschen über 3 Millionen hatte ich. Tag 4, Montag, wieder beim Schloss, weil das Wetter wieder so schlecht war. Da konnte ich diesmal nur einen halben Tag aushalten, bis 6 Uhr circa. Danach hatte ich keinen einzigen Ball mehr. Ich blende das mal hier ein. Nicht einen einzigen Ball. Das war echt, am Limit war ich. Das war echt zu krass, zu viel Gefahr. Keine Zeit, um die Bälle wieder aufzutanken. Die Ressourcen gehen langsam zu Ende. Entwicklung, Bonbons habe ich auch langsam keine mehr. Hab da nicht mehr ganz so viel gemacht, wie ich eigentlich geplant hatte. Dafür endlich mal Zeit, ein paar Entwicklungen durchzuführen. Und Montag habe ich jetzt mit 4 Millionen beendet. Und heute ist Dienstag, der fünfte Tag. Hab über 4 Millionen. Und Parsing-Event müsste heute theoretisch stattfinden. Haben die so geschrieben, dass das beim letzten Mal ein Fehler war und es heute stattfinden müsste. Von 12 bis 18 Uhr. Es ist gleich 12. Ich schaue dann auf die Map, ob die Module an sind. Dann fahre ich nach Pasing. Wetter ist schlimm. Es hat heute sogar geschneit. Also, ich weiß echt nicht, wie ich das vor Spieletrend schaffen soll. Aber Spieletrend hat die Challenge angenommen. Er hat in den Videos kommentiert. Konnte noch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Aber es scheint, die Challenge ist am Start. Mal schauen, wie weit er ist, was er so treibt. Das Video werdet ihr, wenn alles gut läuft, am Mittwoch sehen. Und da müsste ich, wenn alles gut läuft, auch Level 40 sein, kommen. Und zwar jetzt dann in Parsing. Das Video hier wird Mittwoch hochgeladen. Sprich, bis dahin müsste ich es hoffentlich geschafft haben. Ihr werdet es am Mittwoch sehen. Gleich kommt der Teil, wo ich in Parsing bin. Und dann habe ich es hoffentlich auf Level 40 geschafft. Sprich, wenn du das siehst, Spieletrend und Hong der Zukunft, einer von euch wird leiden. Ich hoffe nicht, dass ich es bin. So, Update. Ich bin jetzt aber Scheißheim angekommen. Ich habe 4,2 Millionen, 800.000 noch. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Entwicklungen sind auch mau. Wir waren in Parsing. Das war wieder der größte Fail. Module nicht gezündet, trotz Event. Alle haben dort angefragt, die angeschrieben auf Facebook, dies, das. Aber die haben gesagt, dort ist ein Event, das wird auf irgendwann starten. Aber bis jetzt immer noch nichts von gesehen. Es ist 20 nach 4. Gute 2 Stunden dort eigentlich verschwendet. Sehr wenig GP dort gemacht. Aber die Level 40 müssen dabei sein. Müssen heute noch drin sein. Sofern die Pokébälle mitmachen. Ich habe nur noch unter 100. Das wird echt leidend. Wir haben hier meinen Kollegen Adnan. Der ist auch kurz vor der 40. Er hat das letzte XL Capador gefangen. 300. Die Medaille nehmen wir auch noch mit auf dem Weg zu Level 40. Super saftig. So, kurze Pinkelpause. Und Zeit für das nächste Update. Es ist 6 Uhr. Langsam wird es kälter und dunkler und nasser, feuchter. 4.350.000 circa. Fehlen noch 650.000 ungefähr. Müsste machbar sein. Kommt nur drauf an, wenn jetzt Regen anfängt und wir alle in die Autos gehen, dass ich vielleicht Bällemangel bekomme. Das ist meine größte Sorge, aber schauen wir mal. Solange es noch nicht regnet, nutze ich es aus. So. Update, halb 8. Es wären noch 550.000 circa. Die anderen haben sich ins Auto gesetzt, es war kalt. Ich wollte mich eigentlich auch jetzt da reinsetzen, aber der Kollege von letztes ist gekommen, älter. Jetzt sind wieder alle Module, das heißt, hier geht's weiter. So kalt finde ich es noch nicht. Genau, das war's. Falls ihr es nicht genau verstanden habt, am Ende wegen dem Mint noch. Ich habe gesagt, der Kollege älter ist gekommen, hat nochmal die Mitte gezündet. Weil die anderen sich schon wieder ins Auto verkrochen haben.
War auch ziemlich kalt. Das haben wir noch genutzt, bis es angefangen hat zu regnen. Danach ab ins Auto. Die letzten 300.000, 400.000 haben sich echt lang am Ende noch hingezogen. Geduld verloren. Ich will nicht um den heißen Brei gehen. Ich habe es geschafft. Ich habe die 40 Millionen noch an dem Abend gemacht. Kurz vor halb zwölf, kurz vor zwölf irgendwann. Das Video kommt danach noch. Die letzten 15 Minuten ungeschnitten, wie ich die Level 40 erreiche und mein Kollege Adnan. Ansonsten Spiele drin, keine Ahnung wie weit du bist. Ist aber jetzt auch eigentlich irrelevant. Ich habe die 40 geschafft, das freut mich. Ich hoffe, ich konnte euch meinen Weg auf Level 40 so gut wie möglich zeigen. War sehr mit Spielen beschäftigt. Am Ende habe ich nicht so viel mehr alles aufgenommen. Und am Ende war es eigentlich auch ziemlich langweilig. Einfach nur gegrindet, nur noch gefangen. Die meiste Zeit im Auto, das Wetter war so schlimm, Regen, dies, das. Das war der Weg auf Level 40, ich habe es geschafft. Nächstes Video heute noch oder sogar jetzt auch schon direkt beide hochgeladen. Die letzten 15 Minuten, wie ich auf Level 40 komme. Und dann irgendwann morgen, übermorgen oder so demnächst kommt ein Recap-Video, wo ich nochmal alles Revue passieren lasse. Kleine Zusammenfassung, paar Shoutouts, paar Dankeschöns, dies, das. Ansonsten, das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.